Moin, wir gucken uns die Gewinner und Verlierer dieses Transferfensters an, präsentiert von PaySafeCard. Beginnen wollen wir mit einem Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, so viele Körbe wie möglich von anderen Clubs zu kassieren, nämlich dem FC Arsenal. Vier Spieler wollte man holen, aber am Ende haben es die Gunners tatsächlich geschafft, sogar einen Spieler abzugeben. Insgesamt ganz so traurig war es bei Union Berlin nicht. Dennoch wird der Abgang von Schlüsselspieler Max Kruse den Eisernen auf Dauer wahrscheinlich noch richtig wehtun. Womit wir auch schon bei den Gewinnern des Transferfensters sind, nämlich den beiden Ex-Spielern der besagten Vereine. Max Kruse hat sich laut Union-Präsident Dirk Zingler dagegen entschieden, mit den Eisernen Geschichte zu schreiben. Dafür wird der 33-jährige Spieler allerdings nach eigener Aussage deutlich besser bezahlt und das kann man dann am Ende des Tages auch irgendwie verstehen. Pierre-Emerick Aubameyang hingegen konnte nur zum FC Barcelona wechseln, weil der FC Arsenal den Vertrag mit dem Stürmer aufgelöst hat. 400.000 Euro Wochengehalt sparen die Gunners jetzt ein. Aubameyangs Abgang hingegen wird mit 8 Millionen Euro Abfindung sogar noch versüßt.